Und wir sind zurück, Leute, bei Super Mario Maker 2 Online. Wir werden heute wieder mit beliebten Leveln weitermachen. Die neuen Level waren ja leider nicht so geil, aber jetzt werden wir mal hier mit We Wish You a Merry Christmas starten. Keep running. Oder ist das ein Automatik-Level? Nee, es ist ein Automatik-Level. Nee. Ich dachte, wir machen mal was Schönes, aber da Automatik, nö. Free Your Mind von Runelow. Das sieht interessant aus. Dass er... Befreie deinen Geist, ihr wisst schon, Matrix und so. Uff, das Level ist cooler, als ich gedacht habe, Alter, nice. Befreie deinen Geist. Mal gucken, wie lange wir an diesem Level sitzen werden. Das ist ziemlich nice. Ich finde das ziemlich cool eigentlich, die Idee. Och, Mann. Mario, warum springst du denn nicht, du fetter Klempner, Alter? Oh, Brudi. Oh, jetzt geht's aber los. Okay. Die Idee war geil. Und dann auch noch eine schöne Matrix-Anspielung von wegen mit Neo und Morpheus. Befreie deinen Geist. Geil. Cooles Level, aber es gab anscheinend noch Abkürzungen, die man hätte nehmen können. So, nices Level. Wir gehen mal weiter. Roland Walk Rally von Netcat X. Journey through a valley of big iron balls trying to crush you. Have fun. Dann gucken wir mal rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich bin gespannt. Mal ein etwas normaleres Level, würde ich es jetzt... Oh Gott, leck mich doch. Perfekt. Wir sind durch. Nice. Eine Feuerblume, die wir wieder haben. Nice. Die Starcoin können wir mal mitnehmen. So, dann können wir hier auch schon lang. Okay. So, und rein in die blaue Röhre. Mal gucken, wohin uns die führt. Zu einem Checkpoint. Bosskampf. Ich bin gespannt. Okay.
Ah, okay. Das war ein relativ leichter Bosskampf, aber cool für das Level. Hat gut gepasst. Sehr nice Level. Fand ich cool, mal wieder ein ganz normales Level zu spielen. Das war ganz geil. So, mal ein ganz normales Level einfach zu spielen. Das war cool. Nee, bitte nicht noch mehr Bogenspiele, Alter. The Faulty Checkpoint. Version 2 fixed some issues, but nothing much. Hope you enjoy. Von Emoden. Emoden. Okay. Also wir gucken mal, was es mit diesem blöden Checkpoint auf sich hat. So, gehen wir mal hier rein. Und aktivieren den Checkpoint mal nicht. So, weiter geht's. Das war ja leicht. Lel. Okay, rein. Das war nix. Ich hab den Chat. Okay. Jetzt wird's geil, Alter. Was geht jetzt ab? Alles hat sich geändert, als wir gestorben sind. Alles ist gestorben. Okay. Genau, wie soll ich den denn besiegen, Diggi? Soll ich da etwa rein? Tatsächlich. Das ist ja richtig geil gewesen. Das war ja richtig nice, die Idee, Alter. Wow. Ich hätte wahnsinnig, was für gute Level unterbeliebt manchmal sind. Nee, das ist Walk. Den Speedrun haben wir schon. VPN, Protection Activated, von Tino SMM. My new VPN service helps you all along the level with some tricks. Enjoy it. Gucken wir mal rein. VPN, ich bin gespannt. Ah, okay. Nice, weiter geht's. Oh, das ist interessant, das Level.
Okay, das ist nice. So, dann noch mal rein. Ziemlich geil. Die Idee ist ziemlich nice. Ich mag ja auch Level, wo, also solche Level, wo man halt nicht so stirbt, aber das war ganz interessant. Und ich weiß schon, warum die beliebten Level einfach so viel besser sind als alles andere. Keep Run. 5.0 Keep Run vom Montré. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich bin nicht so gut in Französisch, aber... Falls das jetzt Französisch ist, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ups. Jetzt habe ich vergessen, Y gedrückt, zur Seite zu drücken. Nice. Das fand ich leider jetzt ein bisschen sehr kurz. Also wirklich ein bisschen sehr kurz. Das war mir zu kurz. Sound of High, das ist ein Automatik-Level. Jump Skills above the Sky. Are you skilled with jumps in Super Mario Bros. 3? 3. Try not to fall and have fun. Hard. Von Davi. Also wenn er sagt hard, dann denke ich mal hard. Wir gehen rein. Uff, ich hab's verkackt. No! Das habe ich gleich kommen sehen als... Nein, Mario, nicht! Aber hier können wir ja immer wieder neu starten. Dann brauchen wir uns diese scheiß Todesmelodie nicht andauernd geben. Na komm, rüber. So. So, dieses Mal sollte ich es aber schaffen. Nice, erster Checkpoint erreicht. Hier haben wir sogar ein Pilz. Oh, Brudi! Yes! So hart war das gar nicht, aber ich habe am Ende noch den Pilz verloren, aber es war ein geiles Level. Solche Sprungpassagen finde ich ganz nice, wenn sie gut, gut gebaut sind wie das hier. Blue and Beautiful, Relaxing Red Coins 5, 4, Skillful Platformer haben wir schon. Kami Kaizo, kannst mich sonst wo, Alter. Harry Potter Hedwigs Team, ich mag Automatik-Level nicht. Super Mario Galaxy, Rosalinas Observatory, Keep Walk. Von Nono X2MM2. Tut mir leid. Das ist ein Automatik-Level. Ich musste es einfach tun. Weg hier. The Classic Icicle Dash. Dash through the mountains between icicles and spinners. Difficulty... Okay. Soll ja nicht so schwer sein. Von Luke Pizza. Oh, ich hab Bock auf Pizza, Alter. Musik.
Nice. Dann nochmal. Na! Das ging richtig schön in die Hose. Okay, los geht's. Sehr nice. Fand ich die Idee, fand ich cool. Das war wieder so ein Speedrun-Level, wo man ein bisschen mehr tun musste. Sehr nice. Coole Sache. Von solchen Speedrun-Leveln bin ich immer ein bisschen geflasht, weil ich finde die echt nice, wenn es solche sind. Winter Wonderland. Running in a Winter Wonderland. A Winter-themed Speedrun. Enjoy. Von Sharknado. Der Film ist zwar übelst der Trash, aber gerade deswegen sollte man ihn sich angucken. Nice, perfekt. Fand ich auch wieder mal ganz cool. Speedrun-Level kann man immer machen. Die sind kurz, knackig und meistens auch cool. The Legend of Zelda Twilight Princess Troll. Nee. Also würde ich jetzt machen, aber dafür haben wir zu wenig Zeit. Sky Athletic Park von Ice Desu. Let's enjoy. 7% Abschlussrate, das ist okay. Gucken wir mal rein. Mal gucken, was das wird im Endeffekt. Let's go! Nice. Vorsicht. Sehr geil. Och Mann. Meine Fresse. Dieses Level ziehen wir hier jetzt noch durch, Leute. Also wirklich. Rudi, lass mich hier rüber. Ach komm, was soll denn das? Diggi, Alter! Greif mich doch, du Mizzet! Danke, was war denn daran so schwer, Alter? Oh! Oh, meine Fresse.
So, weiter geht's. Vorsicht. So, perfekt. Wow, Diggi, wow. Aber ein gutes Level. Ich habe mich nur selten dämlich angestellt. Glaubt es mir, Leute. Aber ich würde sagen, ich beende hier den Part. Wir haben wieder ein paar richtig geile Level gespielt. Am besten hat mir hier gefallen Free Your Mind. Ich bedanke mich bei euch immer fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Mario Maker Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Mario Maker 2. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Mario Maker 2 sehen, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Videos, die euch auch noch gefallen könnten. Wollt ihr nichts mehr von mir verpassen, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Part wieder. Tschüss!